Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele Dwight. Ja, und ich spiele auf Zuschauer und Wunsch mit den Perks Vertraulich, Hartem Nehmen, Entscheidungsschlag und ein viertes durfte ich mir aussuchen, da habe ich mich für Déjà-vu-Erlebnis entschieden. Das ist der Perk-Bild, lustigerweise, den ich halt auch gerade sehr viel privat spiele. Also Hartem Nehmen, Entscheidungsschlag und Vertraulich und halt als viertes, das wechselt immer mal. Momentan mag ich Déjà-vu-Erlebnis gerne. Vorher war es mal Szenenpartner-Problemlöser, ne? Da halte ich mir gerne irgendwie den Slot frei. Bindung ist auch super. Genau. Der Perk-Bild geht in Richtung Antitunnel. Das heißt, wenn der Killer mich tunneln sollte, hätte ich 80 Sekunden lang vertraulich. Das heißt, da muss der Killer erstmal durch. Wenn der Killer es schafft, ne, und mich vielleicht direkt nach der Hakenrettung sofort schlägt, dann hätte ich zur Not den Entscheidungsschlag bereit. Ne? Also zweite Tunnel-Schutzschicht, sagen wir es mal so. Und falls der Killer sich dann noch sagt, okay, ich gehe weiter auf den Dwight, dann kommt zusätzlich als dritte Schutzschicht noch Hartem Nehmen. Und das ist halt schon sehr mächtig. Wir spielen gegen Demogorgon, okay. So geht man halt, also, ja. Ich weiß, es ist ein bisschen viel und es bereitet mich auch nur für die Antitunnel-Situation vor, aber ich habe halt das Gefühl, dass ich mit vielen anderen Sachen leben kann. Gerade halt, wenn ich als Solo-Überlebender spiele, ist halt Tunneln so das, was meistens das Team irgendwie zerstört. So, ich nutze hier direkt meine Toolbox. Der ist recht mittig, den will ich gerne schaffen. Genau, also Tunneln ist so das, was meistens die Runde dir zerschießt, ne? Campen ist bei mir nicht mehr so der Fall. Klar, es gibt immer noch, wenn der Killer so einen gewissen Abstand hält, aber selbst dann können die Überlebenden dank der neuen Facecamp-Mechanik immer noch zum Haken irgendwie kommen und besser dich retten und müssen nicht mehr Angst haben, irgendwie weggezogen zu werden oder sonst was. Okay. Hat eine drauf bekommen. Ich würde den Gen gerne reparieren. Okay. So. Okay, dank Déjà-vu-Erlebnis repariere ich den auch ein bisschen schneller. Ne, das sind auch so 3-Gen-Situationen, sind mit Déjà-vu-Erlebnis, kannst du denen so ein bisschen besser begegnen und du reparierst halt auch dauerhaft an diesen Gens auch schneller, was halt sehr nützlich ist. So, sie ist raus, also nicht raus, aber down. Und die letzten, also was heißt die letzten, aber die nächsten Gens wären hier. Oh, man kann sich ja perfekt in diese Büsche hocken. Wir haben hier alle irgendwo. Okay, ich versuche mal zu retten. Na, dort ist auch schon die Ada. Vielleicht heilen wir gemeinsam schnell hoch. So. Vielleicht macht man es so, dass ihr beide den dort angeht. Ja, oder ich gehe den an. So. Okay. Ich meine, wir haben irgendwie zweimal versucht, die nächsten 3 Gens zu reparieren und jetzt sind wir immer noch in der Situation, wo die jetzt nicht weit auseinander sind. Naja, ich versuche den so durchzuziehen. Ich denke mal, die anderen sind in die Richtung gegangen oder versuchen zu retten. Ada wird gejagt. Ich hoffe, Mac rettet. Dann kriege ich immerhin vielleicht den Gen. Ja, die haben sich drum gekümmert. Super. Ada hat wahrscheinlich Hartem Nehmen noch gezündet oder war, hatte vielleicht sogar auch noch vertraulich. Wie gesagt, das Perk ist da halt sehr, sehr. Vertraulich wirkt halt einfach sehr lange. Boah, aber die Runde wirkt sehr hart für den armen Demo. Dort hinten ist der. Okay, die anderen beiden sind auch an einem Gen. Wenn der jetzt in der Jagd zu lange braucht, verliert er 2 Gens und die Runde. Das einzige Problem in Anführungszeichen an diesem Bild ist, dass er sich halt deaktiviert, sobald es Endgame erreicht ist. Aber selbst wenn es Endgame aktiv ist, hätte ich halt noch Hartem Nehmen, ne? Also hab da auch noch eine Möglichkeit, um irgendwie dem Tod von der Schippe zu springen. Ja, ich denke, der wird wirklich alle Gens hier verlieren, ne?
nächste Gen durch und meiner ist auch gleich fertig. Haben wir da ein Tor und dort ein Tor. Ich würde das vielleicht erstmal angehen. Armer Killer. Oh, was ist denn das? Das Vieh habe ich noch nie gesehen. Das war ein Tausendfüßler, oder? Aber schön, wenn man noch neue Sachen entdecken kann. Okay, ich ziehe das Tor auf. Vielleicht versuche ich dann nochmal zu retten. So. Ich denke halt, dass der Demogorgon dort hinten seinen Kill sich halten möchte und da jetzt nicht unbedingt von ablässt. Okay, Mac wurde verwundet. Tauscht Mac? Nee. Das andere Tor dort unten wird geöffnet. Okay, hallo Demo. So. Der hat das Beste kommt zum Schluss. Und sie hatte Adrenalin, okay. Oh, das Beste kommt zum Schluss, dagegen zu retten. Das ist hart. Immerhin hat er jetzt vier Zeichen verloren. Aber viel Spaß, Team, das dagegen zu retten. Wir versuchen es trotzdem. Ja, wenn er es geschickt macht und von zwei Seiten ankommt und beide... Okay, und du jetzt? Danke, Mac. Okay. Jetzt hinten haben wir das Tor. Ich gehe zum anderen. Mac ist down. Ja, das Beste kommt zum Schluss. Ist halt zum Retten richtig schwierig. Okay. Die haben das Tor geöffnet, dann öffne ich das schnell. Ada ist down. Ada ist tot. Ja, ich werde wahrscheinlich nicht viel mehr viel hier retten können. So, ich bin lieber geflohen. Okay, mal schauen. Vielleicht schafft es ja die Mac noch. Nee, die hat er auch noch erwischt. So, immerhin die andere ist entkommen. Dann macht er jetzt hier wirklich... Ich hätte es halt eh nicht nach dort hinten geschafft. Dann macht er jetzt hier noch zwei Kills, weil wir retten wollten im Endgame. Tja, manchmal die Rettungswut wird dann bestraft. Aber ich meine, so hat der Killer nochmal ein bisschen Kills sich aus der Runde rausholen können. Okay, das waren meine Überlebenden. Ich sag's direkt, ich packe euch hier dann auch noch eine zweite Runde. Die war ein bisschen kurz. Ich will nur ganz kurz noch gucken, ja, was der Killer hatte. Das Beste kommt zum Schluss. Stürmische Brutalität, Batterien enthalten. Der war ja richtig speedy dann. Und Schattengeborener. Wegen Taschenlampen? Es gab ja nur eine. Interessant. Der hat halt komplett auf Antigeneratoren-Perks verzichtet. Also kein Wunder, dass wir die Gens so schnell durchgezogen haben. Es hätte ihm, denke ich, besser getan, hätte er eine korrupte Invention, eine Sackgasse oder sonst was mitgenommen, aber naja, wenn er halt nichts Antigeneratorenmäßiges mitnimmt, dann kein Wunder, wenn die Gens schnell angehen. Na gut, also wir probieren es nochmal. Bis gleich. Ja, und da sind wir auch schon in der zweiten Runde. Okay, mal schauen, wie wir uns diesmal schlagen werden. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß gar nicht mehr, wie die erste Runde abgelaufen ist. Die ist jetzt mittlerweile für mich schon eine Woche her, dass ich die aufgenommen habe. Danach kam das Lights-Out-Event, ne? Also patch-technisch hat sich ja nichts geändert. Aber ist trotzdem mittlerweile ein bisschen her. Okay. Es könnte sein, dass ich hier sterbe. Ja, ich sterbe hier wahrscheinlich. Aber ich wollte halt nicht dort... Ich wollte halt nicht am Rand sterben. Und dann dachte ich, wenn der jetzt schon seine Kettensäge auflädt, dann schaffe ich das garantiert. Naja, gut. Ich muss mich auch erstmal ein bisschen einspielen. Okay. So, Felix macht dort Druck. Aber der hat keine... Der ist nicht da. Der schafft das nicht. Und ich bin hier in der Nähe des Kellers. Okay, na gut. Zum Glück mit den Perks komme ich gut aus dem Keller wieder raus. Hoffentlich.
Ich hoffe auch nur, dass die Person, die mich rettet, aus dem Keller wieder rauskommt. So. Dort hinten ist der erste Gen. Okay, wir arbeiten alle an Gens. Ich denke, der erste kommt gleich durch vom Twilight. So. Ja, perfekt. Ich höre immer noch konstanten Herzschlag. Ah, so viel leiser wird er jetzt auch nicht. So, Alan hat gleich den zweiten Gen. Oder kommt mich retten. Okay. Boah, es wirkt so, als würde der Bubba nicht so wirklich vom Keller weggehen wollen. Okay, danke dir, Alan, für die Rettung. So. Okay. Okay. So, und wenn du mich jetzt wieder zersägst, habe ich den Entscheidungsschlag. Okay. Zack. Und wenn du jetzt weiter auf mich gehst, habe ich immer noch hart am Nehmen. Oh, das war irgendwie ein Lag. Habe ich dich? Ja, Leute, das ist halt die Sache, ne? Immerhin, der Gen ist durch, wunderbar. Und Leatherface lässt von mir ab, super. Okay, wir haben es irgendwie geschafft. Was für eine Runde. So, okay, ich repariere hier direkt mit. Déjà-vu-Erlebnis sagt, dass das einer der Gens ist, die nah beieinander sind. Und dadurch, dass Leatherface halt jetzt so versucht hat, den Haken zu verteidigen und dadurch niemand anderen jetzt gejagt hat, steht er jetzt immer noch nur mit einem Haken da. Und hat es wahrscheinlich schwer. Zum Glück hat es Alan irgendwie dadurch geschafft. Ich frage mich, ob ich jetzt wirklich geheilt werden sollte. Na, jetzt hätte ich halt kein hartem Leben mehr. Ich hoffe einfach, dass der Killer mich nicht nochmal sägt. Alan wird gejagt. Okay, ich hau hier ab. Ist immer so, ne? Ich versuche an einem Gen mich hinzugehen, höre dann leichten Herzschlag, weiß nicht von wo der Herzschlag kommt. Und dann ist da plötzlich der Killer. Und dann laufe ich zum nächsten Gen und dann sind die dann plötzlich dort. Ich hoffe jetzt, ich habe hier meine Ruhe. So. Okay. Uff, der hat Alan Wake dort auch erwischt. Das heißt, wahrscheinlich geht der auch runter in den Keller und wahrscheinlich leidet er das gleiche Schicksal wie ich. Aber Dwight und Felix sind direkt da, um zu tanken. Das kann ganz cool sein. Und sie haben es wirklich geschafft. Boah, ja, wir müssen aufpassen, ne? Ich denke jetzt nicht, dass der Leatherface in die Runde reingegangen ist und der wollte jetzt campen oder so. Ich kann mir aber einfach vorstellen, dass jetzt, wo drei Gens schon durch sind, dass er sich jetzt sagt, okay, wenn er jemanden erwischt, dann stirbt er jetzt auch, damit er irgendwie einen Kill schafft, dann ins Endgame mit einem Kill geht und sich dann vielleicht noch einen zweiten holt. So, ich nutze jetzt auch meine Toolbox hier. Dwight und Felix haben gleich den nächsten Gen durch. Es wirkt so, als wäre er weit genug vom Keller weggekommen. Die anderen heilen sich, sehr gut. So, Toolbox aufgebraucht am Gen. Und wir haben Ding auch gleich durch. Okay. So, na komm, perfekt. Tod da und Tod dort. Und Alan Wake wackelt mit den Armen, heißt der Killer ist wahrscheinlich da, um ihn zu sichern. Nee. Oh, Dwight, hau bitte ab, sorry. Yep. Oh, schaffe ich das? Oh! Ich war mir nicht so ganz sicher, was der vorhat. Jetzt gehen die dort für die Rettung. Dwight schafft es vielleicht, mich aufzuheben. Ja, Dwight schafft die Rettung. Ach, ich stelle mich aber auch an die Runde, ne? Ich hätte wahrscheinlich einfach den Schrank nehmen sollen. Aber naja, hätte, hätte. Ich dachte mir ja, dass er irgendwie so ein Mindgame versucht, aber... Ich war zu arrogant und dachte, dass ich dem locker entkommen kann. So. Ich öffne das Tor weiter.
Okay. Ja, doch, Leatherface kommt. So. Tor ist offen. Schafft ihr es? Ihr schafft's. Perfekt. So, die Sache ist halt, meine Toolbox ist verbraucht. Ich kann nicht mal mehr einen Haken sabotieren. Ich habe nur ein hartes Nehmen, was ich irgendwie zünden könnte, aber wofür? So, Team, was macht ihr? Dort kommt Schweitern, der kann mich direkt heilen. Habe ich meine... Selbst geheilt gegen Leatherface. Muss jetzt nicht unbedingt so viel bringen. Oh, wir haben es alle geschafft. Nice. Wollen wir uns einander noch heilen? Nee, keine Ahnung, was die da machen. Ich hau ab. So, ich muss jetzt hier nicht noch ewig in der Runde warten. Okay. So, wir sind... Da kommt jetzt noch Leatherface an. So, und alle raus. Ich frag mich halt sowieso, warum müssen alle immer bis zum Ende... Also warum haut man nicht direkt ab? Ich meine, es wäre sinnvoll, hätten wir uns jetzt noch einander geheilt, dann würde ich es verstehen für die Blutpunkte. Aber allein nur dort rumstehen... Killer hat auch gar keine Perks, ne? Naja, na gut. Ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Lasst gerne Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss!